Ich bin Bettina Rabot, komme von Spokusa. Dieses Wort Spokusa steht für Verein für Sport, Kultur und soziale Arbeit hier aus Hannover, aus der Nordstadt. Ich bin da Geschäftsführerin seit vielen Jahren. Wir sind vor gut 3 Jahren gestartet bzw. haben uns beworben, weil wir als Verein ungefähr 30 Jahre bestehen, also so roundabout 30 Jahre, und gemerkt haben, dass wir immer mehr gewachsen und gewachsen sind, ohne oder nicht ganz ohne, aber relativ ziellos, nenne ich es mal in Anführungsstrichen. Es sind viele Sachen immer an uns rangetragen worden, neue Projekte, neue Schwerpunkte. Wir sind immer weiter gewachsen, haben das gemacht, was an uns rangetragen wurde, haben aber uns selten zurückgezogen oder sind auf eine andere Ebene gegangen, um zu gucken, warum wir das eigentlich machen, wofür wir das machen und wie es eigentlich in der Zusammenarbeit läuft. Das war so die Grundlage. Wir haben dann gesagt, dass wir gerne in einen Prozess gehen würden, um einmal unsere innere Struktur, unsere Haltung, unsere Grundwerte, unsere Identität zu bearbeiten, aber auch die Zusammenarbeit und letztendlich dann auch unser Image, was immer zerfranster wurde, weil wir immer mehr Schwerpunkte hatten, nochmal zu überprüfen und uns zu verbessern. Ja, konkret wollten wir ein Leitbild erstellen. Wir wollten eine gemeinsame Identität wiederfinden, eine gemeinsame funktionierende Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Bereichen und eine Verbesserung unserer Öffentlichkeitsarbeit. Das so ganz grob. Wir wollten unsere Öffentlichkeitsarbeit, die wir bisher haben, also wir sind nicht ganz ohne Öffentlichkeitsarbeit gewesen, aber die verbessern, modernisieren und ja, ein klareres Bild nach innen und nach außen bekommen. Wir haben relativ lange nach einem Berater gesucht, sind erst im November, also vor knapp 2,5 Jahren, haben wir begonnen, mit einem Berater zu arbeiten, der nach einem Prinzip arbeitet, und zwar die 7 Wesenselemente einer Organisation, von Identität bis zu Abläufen und Finanzierung, also Ressourcen und alles, was dazwischen ist an Inhalten einer Organisation, und haben in dem Rahmen also insgesamt 7,5 Tage Klausurtage gemacht mit dem gesamten Team der Hauptamtlichen. Haben ein Leitbild entwickelt, einen Wettbewerb für eine Parole, haben wir es genannt, auch wenn es ein bisschen militärisch manchmal klingt, für eine Art Spruch oder Slogan für Spokusa, der knackig ist, der auch eine Marke rausbilden kann. Dieser Wettbewerb läuft noch, und wir haben uns vor allen Dingen auch, weil sich das herausgestellt hat, dass es die Zusammenarbeit von Hauptamt und Ehrenamt zu Reibungsverlusten führt, haben uns auch über die Selbstverständnisse der jeweiligen Mitarbeiterin, der jeweiligen Bereiche und aber auch zwischen Vorstand, Geschäftsführung und Mitarbeiterin auseinandergesetzt. Es ist so, dass wir uns das alles schneller gewünscht hätten, als es dann wirklich geht, weil ja auch die tägliche Arbeit noch zu tun ist. Das ist einfach auch, wenn man das vorher weiß, ist es, wenn es dann soweit ist, merkt man, huch, da ist ja noch eine Reibung und da ist ja noch was, völlig unterschiedliche Verständnisse von den einzelnen Beteiligten, von was denn das heißt, Image oder solche Sachen, wo wir eigentlich im Vorhinein von ausgegangen wären, dass es klar wäre. Also es sind neue Baustellen entstanden. Dann ist es so, dass wir innerhalb dieser 2,5 Jahre große Personalwechsel hatten. Also wir sind mit 14 Leuten, haben wir begonnen, von diesen 14 sind noch 7 im Prozess dabei. Teilweise sind neue dazugekommen, teilweise ist ein Bereich ganz weggebrochen, weil wir einen Schwerpunkt schließen mussten, weil die Förderung beendet war. Und damit haben wir uns meines Erachtens relativ viel beschäftigen müssen, um eine Basis zu schaffen, um wirklich in die Zukunft aktiv sein zu können. Das war so das größte
die größte Blockade oder das größte Hindernis oder die Bremse ein Stück weit? Nehmt euch Zeit. Nehmt euch echt Zeit. Vor allen Dingen Zeit, aus dem Alltag herauszutreten. Also wirklich bewusst zu sagen und das auch regelmäßig, wo stehen wir jetzt gerade? Ist das, was wir gemacht haben? Warum haben wir das gemacht? Was wir nicht gemacht haben, warum haben wir das nicht gemacht? Und immer wieder einzuhaken, immer wieder sich zu überprüfen, ob man einen Schritt weiter ist oder nicht. Und sich auch auszutauschen, wie die bisherigen Schritte waren. Da haben wir teilweise Klausuren gehabt, wo die Beteiligten sehr unterschiedlich rausgegangen sind, was die Zufriedenheit mit diesem Tag anging. Das haben wir dann aber nicht weiter besprochen, das merke ich jetzt heute, dass es eine Art Hinkefuß oder so eine Eisenkugel am Bein ist, was das Tempo noch verlangsamt. Also wirklich regelmäßig gerne auch in so Routinen. Wir wollen jetzt zum Ende des Prozesses das anfangen, das auch wirklich zu tun. Dass wir zumindest in so einer Leitungsrunde von dem Ganzen, nicht mehr jetzt mit 14 Leuten, eine regelmäßige Routine zu entwickeln, um sich eben zu überprüfen. Also es ist dadurch, dass das Familienzentrum weggefallen ist, das ist dieses große Projekt und diese vielen Zuwendungen, die da dazu gekommen sind, die weggefallen sind und drei Kolleginnen, die wir entlassen mussten, ist die Struktur einfacher geworden, weil es wieder klarere, es gibt das Kinderhaus, es gibt die Interkultur, es gibt den Kursbereich, es gibt die Kindertafel und nicht so ein Überbau, einen gedanklichen, philosophischen von der Haltung her. Aber es ist auch weiter auseinandergegangen und da müssen wir neu dran arbeiten und das ist nicht unbedingt in den Alltag schon implementiert. Also dieser Wandel noch innerhalb dieses Prozesses ist so lala, sage ich mal. Aber es ist gut, es immer wieder sich bewusst zu machen auch und das finde ich auch ist ein Geschenk von dieser Förderung, dass man einerseits gezwungen ist, sich damit auseinanderzusetzen, also weil man ändert sich ja immer und es halt konzentriert machen kann, also raustreten kann und sagen, wir beschäftigen uns jetzt konzentriert mit dem, was sich ändert und was wir ändern möchten und was sich nicht ändern soll. Das ist wertvoll, sehr wertvoll. Und das werden wir weitermachen.